Just close your eyes and let them rest. I know it's hard to fall asleep, but do your best. 'Cause there's a place that I go to when I wanna hide from all the shades of blue. 'Cause at times I think of leaving, my mind takes me back to fall. When the snow begins to sing goodnight to warm. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit eurem Dachmobil. Diesmal sind wir wieder grenznah in die Niederlande gefahren. Wir sind hier in Besel, bekannt als Drachendorf. Nicht, weil ich heute hier bin, sondern weil hier der heilige Georg gegen den Drachen gekämpft hat. Das ist fest mit dem Dorf verwurzelt und alle 7 Jahre gibt es auch hier ein wunderschönes Open-Air-Festival, wo Umzüge, Schauspiele und so weiter, alles sich rund um den Drachen dreht. Wenn ihr hier durch die Gegend fahrt, findet ihr in fast jedem Vorgarten irgendwo einen Drachen. Nein, da wohnt nicht die Schwiegermutter mit dem Haus. Dort sind überall Drachenskulpturen oder Drachenbilder versteckt. Und der Wohnmobilstell Platz Besel an der Maas liegt direkt neben dem historischen Gemüsegarten. Das heißt, hier werden über 200 historische Gemüsesorten angebaut, die es zu bestaunen gibt. Der Garten ist offen und in Kombination mit dem Wohnmobilstellplatz können hier auch geführte Touren wahrgenommen werden. Den Garten zeige ich euch später, weil hier einige fleißige Helfer gerade noch ihr Werk verrichten. Ich nehme euch gleich mit in den Garten. Aber vorher nehmen wir euch mit rund um Besel, was es hier alles zu sehen gibt. In Rüver, die älteste Kirche der Niederlande. Zwalmen ist nicht weit. Outlet Roermond, aber das erzähle ich euch gleich alles unterwegs, weil jetzt ist ja endlich Wochenende und da wollen wir hineinstarten. Also kommt mit! Der Camperplatz befindet sich im Ortsteil Rixel von Besel, nicht weit von der Maas entfernt, an einem toten Maasarm gelegen und hier ist es völlig ländlich und idyllisch. Viel Gartenbau, Tiere und viele Felder. Oh, die habe ich gestern Abend nicht gesehen. Die waren da gestern Abend nicht. Die Rehe habe ich gesehen, aber die habe ich nicht gesehen. Oh, oh, oh. Bevor wir in den Ort Besel fahren, komme ich noch zu einigen Ausflugstipps, die ihr hier machen könnt. Besel und der Stellplatz bzw. Rixel liegen an einem seitlichen Maasarm, der hier runtergeht mit einer kleinen Marina. Hier vorne haben wir aber auch schon direkt die Maas. Gegenüber sehen wir auch den Stellplatz Hansum von Kessel. Hansum gehört, glaube ich, zu Kessel. Und da kommt auch schon die kleine Fahrradfähre. Wir liegen nämlich hier direkt am Knotenpunktnetz und ihr könnt bequem, ich glaube für 1,80 Euro mit dem Rad hier übersetzen und drüben dann eine schöne Runde, vielleicht bis Roermond, in Roermond dann über die Brücke hier vom Stellplatz aus fahren. Es gibt hier in der Gegend auch sehr viele Wanderwege. Ich halte gleich mal an einem der Punkte an, weil hier hinter weitere seitliche Maasarme liegen, die auch mehr oder weniger Seen bilden, wo es schöne Naturschutzgebiete gibt, weil wir sind hier direkt am Naturschutzgebiet Maas-Schwalm-Nette. Und ansonsten ist es hier richtig schön und ruhig. Die Fähre fährt von April bis Oktober von 10 bis 18 Uhr. Und im April und im Oktober fährt sie nur am Wochenende, weil dann nicht mehr so viele mit der Fitz unterwegs sind als Gäste. Und wir fahren jetzt weiter. I'm counting years as they go by. Now all the lilies gone and aces brought to life. 'Cause at times I think of leaving. Über
überall findet ihr hier, wie auch so sonst in den Niederlanden, solche Gatter, die euch in Naturschutzgebiete führen, wo ihr spazieren gehen dürft. Und hier stehen wir an den Wo stehen wir? Reichelsche Bänden? Reichelsche Bänden. Und dort kommt ihr dann hinten an den Maasarm, der hier einen See bildet, und ihr geht durch wunderschöne Blumenwiesen. Das ist der Unterschied zu uns, auch wenn du hier an der Straße vorbeigehst. Ne? Hier steht alles, was ich versucht habe, schon im Garten ans Blühen zu kriegen. Geht mal in Deutschland durchs Feld. Ich nehme euch mal mit in die Blümchen. Die Mühle ist von 1614, hat gar nicht ursprünglich hier gestanden und diente als Holzmühle. Sie wurde dann im 18. Jahrhundert abgebaut und mit dem Schiff nach hier transportiert und umfunktioniert als Kornmühle. Okay, ich nehme euch jetzt mal mit rein. Mein Rucksack. Ja. Zu bekommen steht die Mühle auf einem Berg. Und heute ist es so windig, dass man sie aus dem Wind herausgenommen hat. Und das macht man hier mit diesem, ich kenne es auf Niederländisch jetzt, mit diesem Keilwerk, das mit dieser Kurbel hier dann an die entsprechende Stelle bewegt wird, um die Mühlenräder in den Wind oder aus dem Wind herauszunehmen. Da oben steht es auch nochmal 1604. Die Räder. Momentan ist auch das Tuch nicht aufgespannt, weil es so windig ist. Keine Holzkonstruktion mehr sind, sondern seit 1925 aus Aluminium gestaltet wurden. Und entsprechend die Aluminiumbleche, die am äußeren Rand sind, als Bremse bei zu viel Wind aufgefahren werden können. Interessant, das ist das Van Bösel. Das Van Bösel. Bösel. Das Van Bösel-Prinzip, was man alles so lernt, wenn man unterwegs ist. Finde ich sehr interessant. Ihr auch? Schreibt es mir in den Kommentaren. Und früher, wenn der Bauer sein Getreide herbrachte, konnte er mit seinen Pferdewagen hier hereinfahren und entsprechend hier unten trocken abladen, damit sein, ich denke mal rüber, sein Getreide gemahlen werden konnte. Und Korrektur, nicht 1604, Schreibfehler, es ist 1614. Und jetzt gehen wir eine Etage höher. Sieht aus wie eine Kinderwiege. Ja. Wir sind der Müller. Mhm. Und das Mehl kommt via diesen Rohr, heißt das, kommt hinunter und dann fällt das in einen Sack hier unten. Und von hier konnte der Müller auch die Steine bedienen. Aha. So, ja, das war nicht nötig, wenn er kann nach oben, nach unten, nach oben. Nein, von hier aus konnte er alles bedienen. Mit dieser, wie ich sagte, der Bauer konnte mit Pferden und Wagen hineinfahren und dann die Säcke, die macht man hier fest und dann ist das Leihwerk, nennt man das hier, konnte man die Säcke hinaufziehen. Mhm. 60 Kilo, aha. So das war ja ganz gut, diese so zu machen. Mhm.
Und dann, man kann das auch mit den Flügeln bedienen. Sondern dann. Hier kommt das Korn hinein. Die Mühle wird im Moment nur aus hygienischen Gründen nur für Tierfuttermahlungen benutzt, also nicht für Mehl für Brot. Und dann, ja, deshalb haben wir auch hier Mais drin, weil Tiere ja bekanntlich Mais fressen. Mais fällt genau zwischen die Steine und der liegt und dieser Stein der dreht. Ja. Und dann wird das gemahlen und dann fällt das an die Seite hinunter in die Kiste. In die Kiste hier. Und dann wird das mit einem kleinen, wir sagen Jager, mit einem, wird das in die Rohre geschoben. Ja. Ja. Na, da ist nochmal der Mais und da fällt er dann auch durch die Öffnung auf den Mahlstein. Und wie wir hier sehen können, haben wir auch das Mehl. Mahlstein, aber Dampfbetrieb, ja. Weil das ist eine Dampfmaschine. Also hier die Dampfmaschine, die hier die Mühle antreibt. Wir haben oben die windbetriebene und hier haben wir, wenn ihr euer Mehl hier mahlen lassen möchtet, eine kleine Mühle, wo man Mehl für Menschen mahlen lassen kann. Ja, super. Und wer sagt, das Ganze hat mich hungrig und durstig gemacht, kann hier in dem gemütlichen Mühlencafé sich zurückziehen, bei einer leckeren Tasse Kaffee, wie von Großmutter aufgebaut, braut, und einem herrlichen Stück Fla, wo ich jetzt schon Hunger bekomme. Weit sind wir jetzt nicht gekommen. Wir sind jetzt in Desel auf dem Marktplatz oder im Zentrum angekommen und hier wird gerade was aufgebaut, wo ich noch nicht weiß, was es ist, aber irgendwas mit Musik und Konzert. Drüben steht ein Musikpavillon und vorne steht irgendwas mit Viva Klassik. Und heute ist hier wohl auch Drachentrochen Marathon. Die laufen aber irgendwie schon, also irgendwo versuche ich es in Erfahrung zu bringen, ob es heute Abend nicht hier vielleicht was Interessantes mitzumachen gibt. Auf jeden Fall ein ganz, ganz tolles Plätzchen. Also hier ist Idylle pur und überall der Hinweis auf den Drachen. Ob es an den Balustraden ist, da vorne hinter Alfred im Boden die Drachentatzen, da hinten die Skulptur. Hier der niedliche Drachenbrunnen. Ich gehe mal auf Mini-Exkursion, mal gucken, was ich noch entdecke. Nix Party oder Live-Musik. Hier ist heute Bull-Wettbewerb. Die Klassiknacht, was ich da gesehen hatte, die ist erst im September. Wir fahren jetzt zum Castle Mövenbrück und gucken mal, wie es da aussieht. Der kleine Platz hier im Zentrum von Besel ist auf jeden Fall ein guter Tipp mit tollen Lokalen, die sehen alle 1A aus, mit guten Karten, alle auch um die Mittagszeit sehr gut besucht, was für sich spricht und auch gut vom Stellplatz aus zu erreichen. Fahren wir mal weiter auf unserer Entdeckungstour. Kennt ihr Betty Targaryen?
Da steht sie, da. Nur weil ich dich hier die Landstraße entlang gescheucht habe, weil ich den Onkel da hinten sehen wollte. Die heißt jetzt Betty Targaryen. Ich zeig euch gleich, warum. Die Mutter aller Drachen. Ich fahre mit dem nie wieder irgendwo hin und erzähle dem da, was das, dass da Drachen gibt oder so. Kleines Eis, während Alfred auf seine Pommes wartet. Wir sind jetzt hier in dem Klosterdorf-Style, kurz vor Venlo bei Tegelen. Und hier gibt es eine Menge schön zu entdecken. Du kannst hier wunderbar durch die Klostergärten laufen. Hier ist noch aktiver Kloster- und Ausbildungsklosterbetrieb. Es gibt einen kleinen botanischen Garten. Es gibt verschiedene Museen. Und kleine Ausstellungen, weil hier früher mal Tonziegeln gebrannt wurden. Und dazu kann man an einigen Stellen noch historische Relikte begutachten. Und wir liegen direkt an der Maas. Hier ist auch die Maasfähre rüber nach, mal nach Kessel. Und dann nehmen wir jetzt euch gleich mit. Aber erst wird das Eis aufgegessen. Und hier auch nochmal der Plan. Wir haben hier die Maas. Wir sind hier an dem Klosterkomplex, dann haben wir den Botanischen Garten, hier noch ein Kloster und hier haben wir die Klostergärten und den Keller. Das bin ich, das ist die Pflanze. Doesn't seem so long.
Also weder die Klostergärtnerei noch das Kesselhaus sind zugänglich im Moment. Renovierungsabriss, keine Ahnung, Bauzaun auf jeden Fall. Vielleicht habt ihr ein andermal mehr Glück. Wir machen uns jetzt auf den Rückweg und werden jetzt so ein bisschen Grillen. Durch die Felder fahren. Ja, ich muss ja auch noch den Garten füllen, noch drei. Ich will ja auch noch den Garten gleich filmen. Jetzt gucke ich erstmal, wie wir am besten fahren. I'm just sitting here bored at home. And it really got me thinking of the times we took off on the road. Also wird der Leuke Flexi gewungen. Was? Der Barbecue ist muy smakelig. Ja, ja. Na, das ist aber später. Muy richtig? Ist aber Spanisch. Ach, ist egal. Aber egal. Oui, oui, ne? Das ist der Ob hier sicher Bronkenstein. Ja. Hier ist Tümpel. Hier ist schön. Ist ein Ortsteil von Röver. Falls es euch in der Zwischenzeit, während wir zurückfahren, jetzt ein bisschen langweilig wird, ihr könnt die Zeit sinnvoll nutzen. Lasst uns ein Abo da oder schreibt uns einen Kommentar. Wir antworten auf alle Kommentare, ob sie für uns gut oder nicht so gut sind. Wir antworten definitiv. Und sind noch ein paar Kilometer. Fürs Like reicht's auch noch. So, ihr seid dran. Down and open top, but we were clever not to take it too far, though it's hard not get. Hier seht ihr mich und da hinten seht ihr Kessel. Kessel hat auch, ich glaube, zwei Stellplätze, die sind aber etwas vorgelagert an der Hauptstraße. Hier auf dem Campingplatz, meine ich, sind keine kurzweiligen Plätze. Ich meine, hier sind nur Mobile Homes. Ich meine, da kannst du mit dem Wohnmobil nicht stehen. Ich denke gerade, da geht mein Handy, da blökt das scharf. Ja, das ist fast dasselbe. Ich kann vor lauter Wind dich nicht verstehen. Bevor wir gleich an den Videos weitermachen. Und es war aber so windig, das war an die 60 km/h Wind. Ich habe echt gedacht, ich wäre in Dänemark, weil wir hatten entweder Gegenwind oder volle Kanne Seitenwind. Teilweise hinten im Feld dann auch mit Sandverwehungen. Und das war schon ganz schön anstrengend. Wir waren da ganz schön platt. So, ich nehme euch jetzt noch ein bisschen mit. Gucken wir mal, wo wir hier noch hinkommen. Morgen. Morgen. Dich habe ich gestern nicht mehr gehört und gesehen. Was war los? Stress. Wieso hast du Stress gehabt? Gab gar keinen Fußball mehr. Frau. Gestern haben die Holländer nämlich gewonnen. Mit meiner Frau. Stress mit mir? Ich war doch ja nicht hier. Ich bin auch spazieren gegangen. Nee, du warst nachher hier. Mir war kalt und du wolltest die Tür auflassen. Und jetzt wird erstmal gefrühstückt. Danach machen wir euch das Stellplatzvideo und zeigen euch noch den Garten, bevor wir uns noch mal aufs Rad fahren und Richtung Asselt und Schwalmen fahren. Also ich schwinge mich aufs Rad und fahre dann Rad. Was habe ich denn gesagt? Du, bevor wir uns aufs Rad fahren, hast du gesagt. Ich bin noch nicht ganz wach. Ich fahre ja gerade mal duschen. Komisch, dann bin ich immer wach. Ja,
Ich auch, wenn ich die danach wieder trocken gemacht habe. So, jetzt genug Blödsinn gelabert. So, und jetzt kommt der versprochene Garten. Mittlerweile haben wir Sonntagmorgen, aber die Sonne scheint und ich muss ein bisschen Gas geben, weil gleich ist einmal um 11 eine kleine Führung und um 12 ist hier eine große Themenführung. Der Garten mit den historischen Gemüsesorten hat nämlich verschiedene Themen, die immer am ersten Sonntag im Monat hier dann entsprechend als Führung dargeboten werden. Heute haben wir essbare Blumen. Nächsten Monat haben wir den mathematischen Garten und so geht es weiter. Hier habt ihr auch die Themen und entsprechend könnt ihr euch hier anmelden und an der Tour teilnehmen. Ich sehe schon, es wird gleich mit Musik und Pipapo sein, also die lassen hier sich echt was einfallen. Gerade wird alles geputzt. Wir schleichen uns mal ein bisschen dazwischen, damit ich euch, bevor der große Ansturm hier passiert, euch was zeigen kann. Vorne am Eingang zu der kleinen Seitenstraße, die ihr reinfahren müsst, ist noch ein kleiner Verkaufsstand, wo ihr auch die hier geernteten Früchte entsprechend käuflich erwerben könnt. Steht eine Geldbox, könnt ihr reinschmeißen. Die zeige ich euch aber auch noch gleich im Anschluss, im weiteren Verlauf des Videos. Und jetzt geht's ab in die Botanik. Der Gemüsekarten ist frei zugänglich und gegen einer freiwilligen Spende, sie sollte freiwillig sein und auch entrichtet werden, von 2 Euro könnt ihr hier euch all die vielen Gemüsesorten, es sind über 200 Stück, begutachten und bestaunen. Der Jahreszeit geschuldet ist das eine jetzt natürlich noch etwas kleiner oder größer oder auch schon abgeerntet, aber trotzdem schaut einmal diese Farbenvielfalt. Die Gärten sind thematisch geordnet, es stehen immer entsprechende Schilder an den einzelnen Quadraten, so dass ihr wisst, was sich dort verbindet. Ne, wie hier wunderschön alles mit der großen Brunnenkresse eingezäumt, habt ihr hier die einzelnen Flächen und die Informationstafeln vor den einzelnen Gemüsereihen sagen euch, was es ist. Wie hier haben wir die Mariendistel, die hat schon ihre Blüte gehabt, daher sieht sie jetzt nicht mehr ganz so prachtig, ist wohl schon niederländisch prächtig aus. Ne, hier vorne haben wir die Ringelblumen. Daneben die Löwenmäulchen, eingefasst immer wieder mit Pflanzen, die auch in Salaten genießbar verwendet werden können. Und so geht es dann auf der anderen Seite mit einem Kräutergarten weiter. Dann haben wir alles, was in der Erde eine Knolle bildet und so weiter. Was haben wir denn hier? Wisst ihr es? Knoblauch, direkt neben dem Schnittlauch und dem Mohn. Das Ganze wird hier von vielen freiwilligen Helfern gemacht und die Abende, die wir jetzt hier waren, hast du hier immer irgendwelche Geister durch die Beete wuseln sehen. Also hier wird gehakt und gekratzt, die Wege sind aus Erde und jedes Mal, wenn ich abends gucken gehe, sind die wieder frisch gehakt. Also ein ganz großes Lob an all die fleißigen Freiwilligen, die das hier auf die Beine stellen. Das Gewächshaus, was ihr dabei seht, kann beim Stellplatzbetreiber mitgemietet werden für Gruppenveranstaltungen. Der Stellplatz ist ja unmittelbar hinter dem Gebäude, aber dazu sage ich euch im Stellplatzvideo dann mehr. Wir gucken jetzt noch mal, was es hier so gibt. Also es ist wirklich auch, wer gerne fotografiert, unheimlich schön hier auch entsprechend Fotos zu machen. Du hast hier eine Insektenvielfalt, viele Schmetterlinge und viele andere schöne Motive, wie diese ausgefallenen Vogelhäuschen, die ihr hier wieder immer in den Bäumen findet. Wir nehmen euch noch mal mit. Hinten um die Ecke, der Garten endet nämlich hinten am Stellplatz. Und wunderschön auch überall die Apfelbäume. Was ihr hier nicht dürft, ist, es wird darum gebeten, das Gemüse und das Obst bitte nicht zu verzehren, weil da sind schon die Kaninchen und die Schnecken fleißig bei. Soll ja noch was übrig bleiben, ne? Also Fenchel geht hier wie Hulli, kannst du auch jede Menge kaufen, ist gerade wohl im Angebot. Ne? Hier sind die Rankhilfen, da kommen die Bohnen. Da hinten haben wir schon eine hochgewachsen, da klettert auch schon eine. Also von daher seht ihr das. Und wenn ihr denkt, das wäre alles, geht es da hinten lustig weiter. Und wie ihr seht, da beginnt auch schon der Stellplatz. Traumlage, oder?
gehen wir mal rüber zum Stellplatz. Ich denke mal, ich muss euch hier nicht jede Gemüsesorte zeigen. Kommt her und schaut selbst. Und hier an der Straße haben wir auch schon direkt den Verkaufsstand von den Gemüsesorten, wo ihr dann das, was ihr gerne möchtet, mitnehmen könnt. Wir nutzen das schöne Wetter, um noch ein bisschen Fahrrad zu fahren. Wir haben gedacht, wir zeigen euch noch ein wenig die Gegend hier. Maasschwalm-Nette. Weil du kannst hier wunderschön Fahrrad fahren und die Sonne wollen wir auch nutzen, bevor es montags wieder regnet, oder? How come the stars come to shine when it's dark? From so far away, show us where we are. What makes the sun go to sleep? Every night, and what's it dreaming of? I wonder. How come the sky sometimes hides behind the clouds? Maybe it's just like me, a little bit scared of heights. Why does the rain always keep on pouring down when it's gray outside? It really makes me wonder. Yeah, it makes me wonder. It really makes me wonder. Ooh, I wonder. How come the trees get undressed when it's cold? And don't they miss the leaves they left behind? Could it be to make the ground shine like gold until winter comes? Wir sind hier jetzt in Asselt und Asselt ist sehr geschichtsträchtig. Ah, da kommt ein Auto. Wir stehen hier an der ältesten Kirche der Niederlande von 800 irgendwas. Und zwar legten hier im 8. Jahrhundert die Wikinger an und plünderten von hier aus über 2 Jahre lang die Niederlande, bis Karl der Dicke dem Ganzen den Garaus ausmachte und mit dem Pakt von Asselt der Grundstein für die Niederlande, so wie wir sie jetzt kennen, gelegt wurde. Ich finde es einfach wild romantisch hier. Wir sind jetzt im Nationalpark Gemeinweg. Hier gibt es auch einen Stellplatz, der aber auch immer gut besucht ist. Und ich glaube, da kannst du nicht reservieren. Allerdings, wir haben jetzt Sonntagnachmittag und es sind ganz schön viele Leute unterwegs. Hier gerade vor uns nicht. Können aber auch nicht allzu viel filmen. Und nach Vermont reinzufahren, das haben wir uns eben geschenkt, weil es war in Asselt schon so voll. Die Lokale sind alle belegt. Sitzplätze sind auch keine frei. Wir fahren jetzt gemütlich zum Stellplatz zurück. Ja, und mal gucken, ob unterwegs uns noch was in die Linse läuft oder ob wir gleich
entspannt das Video ausklingen lassen. Da sind wir wieder. Ich habe beschlossen, ich bleib hier. Gut. Die suchen noch Ehrenamtliche für den Garten. Da kann ich den ganzen Tag rumwühlen. Ja, aber ehrenamtlich. Das ist egal. Ist ja genug zu essen. Die Blumen, da kann man ja essen. Das Wochenende war entspannt, erholsam, ruhig. Wie gesagt, gestern Abend, die Musik war hier Public Viewing und davor war irgendwo ein Nachbar etwas geräuschresistent. Als wir gesagt haben, das ist aber laut, aber ist egal. Ansonsten mega ruhig und jetzt haben wir auch wieder Platz auf der Wiese. Auch eben, wo die standen, es war total ruhig. Du kannst hier super Fahrrad fahren. Also fahrt nach den Knotenpunkten. Ihr fahrt so abwechslungsreich. Wir sind eben noch ein Stück an der Schwalm entlang gefahren. Ihr könnt bis nach Brüggen fahren. Die Maas-Schwalm, nette Route. Die Maas entlang, Venlo, Roermond. Es gibt viele Ziele, die ihr hier anfahren könnt oder auch Wanderwege. Da wir die Gegend kennen, fahren wir natürlich nicht immer in die Städte, die wir schon ein paar Mal gesehen haben und gucken lieber über die kleinen Dörfchen. Ihr könnt hier auf jeden Fall auf Entdeckungstour gehen oder wie wir hier gechillt sitzen, da hinten ins Beet schauen oder über die Wiese. Manchmal sind ja auch noch Pferde hier. Und einfach den Tag genießen. Wir sagen an der Stelle, es war schön, es war erholsam. Wir kommen wieder. Wir haben schon den ersten während unserer Insta-Drehs, die geschrieben haben, boah, da fahren wir auch hin. Seid ihr auch dabei? Schreibt uns in den Kommentaren, ob ihr herfahrt oder ob ihr schon da wart. Wir sagen wieder an der Stelle, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Dann geht es mal nicht an die Maas, gehe ich mal von aus. Vielleicht fahren wir mal wieder ins Münsterland, an die Mosel oder uns fällt was Neues ein. Alles klar, ich sag danke, bis dann. Tschüss. Ciao.